Geht, oh Gott, oh Gott. Ne, da, ich hab Kaffee. LOL! Durch die Wand! Du Fotze! Jo, meine Güte, willkommen zu der ersten Folge Rainbow Six Siege. Ja, ich hatte mal Lust auf das Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr zu diesem Spiel sagen, aber ich sage euch erstmal, wer dabei ist. Dabei ist nämlich der Alex. Der Alex. Hi. Der Alex. Alex! Was? Ah, da ist er doch. Ne, wir spielen, wie gesagt, Rainbow Six Siege. Taktik-Shooter? Ich würde es als Taktik-Shooter bezeichnen, oder? Total. Ist doch ein Taktik-Shooter, oder nicht? Ja. Na, ich kann ja jetzt schon mal sagen, falls ihr mehr von Rainbow Six Siege sehen wollt, könnt ihr mir ja einen Daumen hoch da lassen. Wie sie einfach meine Kamera nicht gesehen haben. Erste Aufgabe als Angreifer immer mit den... mit den Kameras den Spot oder was auch immer man machen muss, finden muss. Da hinten ist einer, Cavera ist draußen. Hä? Ist die besoffen? Und es gibt für jeden, jeder Spieler kann sich verschiedene Operatoren aussuchen. Also sowas wie Helden bei League of Legends. Halt einfach ganz normale Spielfiguren mit besonderen Fähigkeiten. Ich bin zum Beispiel Blackbird. Blackbird hat sein Schild. Alex ist der schwule Typ da hinten. Hi. Nennt sich auch Termite. Und mit Warte, Termite. Ist Termite schwul oder ich? Wie bitte? Ist jetzt Termite schwul oder ich? Warte, hier ist einer an der Tür, pass auf. Und ja, die Terroristen müssen in dem Fall den Bereich sichern. Und wir als Antiterror müssen in dem Fall den Bereich einnehmen. Wir spielen doch Bereich sichern, ne? Ja, gut. Bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle. Oh, Alter! Ich mach jetzt hier mal die Wand auf, ne? Ja, bei mir ist aber gerade alles in die Luft gegangen. Hier ist einer! Ja, Smoke ist da hinten. Warte mal. Kannst du kurz warten? Kannst du mich covern? Ich würde mit der Kamera rein. Wo rein? Oh, Smoke kommt! Hab ihn. Ich hab hier aufgemacht, ne? Ja, wir sind nur noch wir beide. Das Bandit. Ja, hab ihn. Ach, es ist nur noch ein Gegner. Ich dachte, wir wären nur noch zu zweit. Nee. Alter Schwede, der hat uns einfach überrannt. Da hinten ist der. Das war der letzte. Ja, gut, das war schon eine Runde. Normalerweise müssen wir hier reinkommen. Da ist der Behälter von dem Bereich, den wir sichern müssen. Und das war schon Rainbow Six Siege. Es gibt verschiedene Spielmodi, wie zum Beispiel Bereich sichern, Geisel befreien, Bombe entschärfen und. Und ich würde mal sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ah, sind wir wieder! Und, oh, du hast dich Rook genommen? Oh, schade, Alex. Jetzt sind wir die Terroristen, würde ich mal sagen, oder? Und wir müssen erstmal den Bereich sichern, während die Gegner jetzt versuchen, mit den Drohnen. Ja, jetzt sehen wir schon, eine Drohne ist hier drin. Und die Gegner versuchen jetzt mit den Drohnen den Bereich aufzudecken. Wie gesagt, falls ihr mehr Rainbow Six sehen wollt, dann gerne einfach mal in die Kommentare beziehungsweise ein Däumchen nach oben. Falls nicht, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach unten da lassen. Hey, can you cover here? Alex, kannst du da verstärken? Oder hast du schon alles raus? Ich hab schon beide. Digga, ich hab gar keine Fallen aufgelegt. Ja, das ist gut als Frost. Ja, ja, ich bin Frost und ich bin Frost und ich lege hier Fallen aus. Ich habe auch keine Fallen aufgelegt. Bist du DJ? So. Jetzt liegt alles. Ich hoffe, die Bildqualität ist völlig in Ordnung. Wenn nicht, ist mir auch egal, weil es mein YouTube-Kanal, nicht euer. Ja, also das Spiel ist an sich eigentlich ein sehr langsames. Ein sehr langsamer Shooter, würde ich jetzt mal so sagen. Geht eigentlich sehr viel um Kommunikation. Wir haben auch als Terror die Möglichkeit, hier in die verschiedenen Kameras zu gehen. Sehr viel. Digga, bei dir explodiert ja gerade alles. Man kann die Kameras auch zerstören, wie ihr auch eben gesehen habt in der ersten Runde. Schön. Ja. Hä? Hier, das ist die Valkyrie. Okay, oh. Mit der Valkyrie kann man... Da ist einer! Da ist Ash. Sie haben ihre eingestellt. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Nein!
Ich habe ihn gehört, aber nicht geschossen. Ein Erfolg neutralisiert. War mein Fehler. Das war schlecht von mir. Wir spielen übrigens gerade in Ranked. Es gibt natürlich Locker und Ranked. Digga, wie er um die Ecke gestratzt kam, Alter. Im Ranked ist es so, also im Custom ist es so, es gibt maximal 5 Runden, bin ich der Meinung. Wer zuerst 3, ja, 5 Runden, wer zuerst 3 gewonnen hat, hat gewonnen. Ja. Ja, und beim Ranked ist es so, es gibt maximal 6 Runden und dann nach, wenn jeder 3 hat, dann kommt halt eine Verlängerung, bis halt ein Team, ich würde sagen 2 Runden, ne? 2 Runden hintereinander direkt gewonnen hat. Und sonst geht das, ja, sonst geht's immer weiter. Ich weiß nicht, ob, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es im Ranked auch ein Unentschieden gibt. Wenn es zum Beispiel nach der ersten Overtime gibt. Verlängerung. Ja, aber gibt es danach noch eine Verlängerung, nach der Verlängerung? Wenn beide eine Runde gewonnen haben? Die sind oben. They're up again. Oh, die haben Mute. Und die haben Hunter. Nein! Ich sehe nur so, wie er diesen scheiß Störsender aufstellt. Und in der Luft bin ich stehen geblieben. So eine Scheiße. Komm, mach mich stolz. Bist du noch am Leben? Nee, du bist auch weg. Also mein Favoritenangreifer ist auf jeden Fall Blackbeard und Sledge. Sledge ist einer, der hat einen großen Hammer und haut dir damit auf die Rübe, wenn du nicht aufpasst. Auch einen großen Hammer. Magazinwechsel. LOL, hat gesagt, er carried das und hat erstmal ein Teammate getötet. Boah, ich dachte gerade, ich habe einen Teammate gekillt, aber den hast du mir einfach nur geklaut. Ich habe ihn dir geklaut, ja. Aber ich glaube, da hinten war auch ein Gegner, ich bin mir nicht sicher. Hä? Alex, es sind nur noch wir beide. Ja, GG. Und ich glaube, die Gegner haben AFKler, ich bin mir nicht sicher. Ich mache jetzt ein Ace. Lass mal zusammen rumlaufen, ich glaube, dann sind wir ein bisschen safer. Komm aufs Dach, die machen hier irgendwas kaputt. Warte, Deck. Warte. Wo ist die Cam? Gegenüber. Oh, links von mir ist das Fenster. Ach, da ist eine Valkyrie da unten, warte. Am Fenster ist einer direkt. Ah, ballern wir einfach nicht. Da draußen ist einer. Die Valkyrie ist down. Digga, am Fenster. Am Fenster! Warte. Ich hab eine Flash reingeworfen. Digga, du Idiot! Du bist so ein Spasti! Du hast mich voll geblendet! Ja? Warte mal, ich zeig dir was Cooles. Bei mir sah das aus, als ob die Dinger rausgeflogen sind. Ja, sind's auch. Jetzt hol dir was. Hab ein. Warte. Lass mich, ich hab das Schild, ich hab einen Vorteil. Ja, dann geh ich von der anderen Seite. Der eine ist rübergelaufen. Ah, fuck, mein Schild ist down, ich hab noch 30 HP. Du musst mal jetzt Sinn machen, wir haben noch 50 Sekunden, ne? Diggi. Oder wiederentdeckt. Mir egal. Ich flash zweimal rein. Schön, der letzte ist bei mir links von mir, der letzte ist links von mir. Ich komme hier nicht rein, hier stachel gerade. Er ist verletzt. Okay, er ist nicht verletzt, aber er ist low Spiel. Er hat einen HP. Kannst du reinrushen. Links. Ich dachte, der wäre rechts. Nee, der war links. Der hat einen HP. Oh nee, Alter. Ach, der ist da rüber gelaufen. Ach, so eine Scheiße. Fuck, Mann. I do not have these ditties. Wir müssen den Biogefahr. Ja. Warte, nimm doch Gucci. Digga, ich nehme mir sowas von Gucci. Take Gucci Gucci. Wollen wir kapitulieren? 6, nein. See you later, Alligator. Aber geh nicht so weit weg, weil wir haben wahrscheinlich dann wieder das Problem. Die Kameras von. Es bleiben 10 Sekunden. Ja, es ist halt scheiße, weißt du, die erste Runde lief so schön. Und dann! Nur noch 5 und dann! Kommt dieser schwule Lieber und verpisst sich. Lokalisiert. Okay. Puls hat die Möglichkeit mit seinem Gerät. Oh, lol, hier ist einer direkt bei mir. Da ist einer. Mit seinem Herzschlagsensor die Gegner durch die Wand zu sehen. Das scheint am Anfang ein bisschen OP. Aber das Ding ist auch, das Ding ist nicht wirklich, hat nicht wirklich eine große Reichweite. Früher war das ein bisschen heftiger. Aber jetzt geht das maximal durch einen. LOL!
Er schießt durch eine Wand mit einer Shotgun und haut mir erstmal 30 Leben oder 20 Leben weg. Bei mir. Ich bekomme ein Messer, aber das ist bestimmt noch einer. Digga, wenn der Typ jetzt hinter mir kommt, ne, dann raste ich aus. 4 gegen 2, komm. Schaffen wir das? Der letzte war bei mir. Der liegt, der ist bei mir reingekommen. Die bei dir reingekommen. Hat Hits. Marcel, das bin. Oh, das bist du. Der ist da irgendwo. Feindsuche läuft. He's running to the window. Weißt du, was passiert ist? Nice, good job. Du hast mich angeballert und er hat mich dann mit einem Schuss durch die Wand gekillt. Ich hab dich nicht angeschossen. Nicht? Nein, ich hab dich wirklich nicht angeschossen. Ich hab mir den größten heftigen Headshot durch die Wand gekillt. Ich hab dich mit. Ich hab dich für 5 Damage beim Dingens getroffen mit dem. Mit dem. Handy? Mit dem Handy, ja, aber sonst nicht. Yo, da sind wir wieder. Wieder als Angreifer. Wir haben die Runde eben erfolgreich gegettet. Und das Gute ist, einer ist geliebt. War anscheinend ein Spaß, die irgendwie kriegen wir das schon hin. They're upper again, I think. Ja, die sind wieder oben. Ich wurde oben gerade getötet. Echt nicht? Oh lol. Ich wurde aber oben gerade. Ey, die rennt gleich wieder raus und stirbt direkt. Pass auf. Ja, ich habe diesmal einen anderen Charakter. Ich habe Sledge genommen. Sledge ist der mit dem großen Hammer. Ja, wie gesagt, er hat einen großen Hammer. Ich kann Wände einfach so zerstören, Fenster und ähnliches. Also nur bestimmte Wände, natürlich jetzt nicht alle. Es ist ja ganz gut, er ist immer recht flexibel. Es ist auch ein recht schneller Charakter. Blackbeard war durch sein Schild halt sehr, sehr langsam. Pass auf, dass Kavera nicht wieder da an ihrem fucking Window rusht, ne? Jetzt ist Kavera bestimmt eh oben, jetzt wo wir unten sind. Ja, Kavera ist oben. Echt? Nee, achso, der Typ wurde gar nicht von Kavera gekillt, oh Gott, oh Gott. Nee, da, ich hab Kavera. LOL! Durch die Wand! Du Fotze! Ich hab einfach No-Scope draufgeschossen und ihr voll das Brett gegeben. Er sagt ne Nice! Richtig auf Krampf! Sagt schon der Name. Nice! Hier ist irgendwer am Fenster bei mir. Ja, ja, weiß ich. Der hat eben einen gekillt. Das müsste. Ja, okay, der macht hier die ganzen Fenster auf, musst aufpassen. Ja, ja. Ja, das Ding ist, wenn die Gegner raus sind, werden sie zwar entdeckt, aber erst nach 3 Sekunden. Das heißt, wenn Gegner rushen und nur kurz peeken und dann wieder wegrennen, entdecken wir sie meistens erst gar nicht oder zu spät oder gar nicht, ne? Das ist natürlich. Deswegen haben wir auch die Valkyrie, die eben da in der vorherigen Runde gerusht ist. Die haben wir dann. Oh nein, ich will hier runter! Die haben wir dann natürlich. Der ist unten irgendwo einer. By the way. Ich komm zu dir. Warte, 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 komm her! Warum haben die hier oben den Reinforce? Oh. Warte, warte, warte. Rechte Seite, rechte Seite. Alter, er gibt mir direkt das Brett. Alter, das kann doch nicht sein. Da stehen 2 Leute drin. 2 guys are upper. Aber das ist das, was ich meinte, weißt du? Die waren oben. Die sind direkt nach oben gerannt, 2, 3 Leute. Warum haben die oben verstärkt? Was schießt der denn auf das Fenster, Mann? Ah, Runde 5 verloren, egal. Nee, es ist 3 zu 2. Alles offen. Wie wir eben gerade erklärt haben, gibt es die Möglichkeit. Die Möglichkeit, ein Unentschieden rauszuholen und dann die Überzeit, sag ich schon, die Verlängerung. Und dann gewinnen wir das, Digga. Dann gewinnen wir das. Digga, warum sind wir... Ah, wir sind oben. Perfekt. Ja, mach ich sofort. Ich mach aber erstmal meine... Ah, ich mach's jetzt. Hast du Stacheldraht mit? Ne, du hast wahrscheinlich die Kontaktgranaten, ne? Ja, natürlich. Ja. Beste Laden. Marcel? Ja. Ich hab, glaube ich, gerade deine Matte kaputt gemacht. Ernsthaft? Ja, als ich diese Wand gemacht hab. Nein, 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 das geht nicht. Ey, der hat. Ey, weißt du, wer mich geaddet hat? Der Hasaki, der eben gekickt wurde. Noch 5 Sekunden. Okay. Digga, meine Matte ist kaputt. Ja, weiß ich. Aber die geht. Hä? Digga, die geht eigentlich nicht kaputt, Walla. Was ist das für ein scheißen Dreck hier? Dreckspiel, Mann. Ich spiel das nicht mehr. Ich geb dir jetzt durch 3 Wände Headshot. Wallah, bam, 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 bam. Wanna stare at me? Come at me, bro! Come at me, bro!
Au! Ich will grad spotten, Alter. Die haben Bug. Thatcher, Fuse. Ameno! Ameno, Amena, Iminu! Ameno! Das Problem ist bei was, womit ich so ein kleines Problem habe bei Rainbow Six, ist einfach LOL. Ja, Alter. Nice! Womit aber ich so ein kleines. Glaub ich, die Knie doch nicht. Nee, bug nicht. Aber das ist. Fuse ist noch besser. Thatcher is at the bomb spot somewhere. Einer ist bei mir. Ja, ah, fuck. Ja. Kontrollraum. Oh! Ich hab Bug hier bei mir. Mann, halt doch die Fresse, Mann! Ich hab mich viel mehr auf den konzentriert als auf den scheiß Spieler, Mann. Ich hab die ganze Zeit geguckt, wer redet da. Wollte ihn gerade muten und dann kommt so ein scheiß Bug. Ja, jetzt haben wir verloren wegen so einem Untermensch, Alter. So eine Scheiße. Oder der holt das jetzt noch. Ja. Oh, one is coming from to you? One is coming to you? Ja, red Deutsch mit mir, please. Links. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Komm schon. Links. Nein. Er hat nicht gecheckt, dass der, nee, dass der Typ nicht im Raum war, glaube ich, oder? Das war der. Ach nee, doch nicht der. Aber der war nicht gut, der war nicht gut. Aber ich bin Erster, aus unserem Team zumindest. 8-4, das ist ein guter neuer Rekord für mich. Also, nochmal zusammenfassend, falls euch die Folge gefallen hat oder falls euch das Projekt, die Serie, die jetzt in Zukunft kommen wird, gefällt, einen Daumen hoch bitte. Danke, in dem Sinne, Hurra!